Braunschweig ist meine zweite Heimat. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren hier und sehr gerne. Ja, der ist einfach der beste der fünf Kandidaten, die antreten. Der ist politisch und persönlich absolut überzeugend, kann gut auf Menschen zugehen, ist sehr kommunikativ, verbindlich, kann aber auch Entscheidungen fällen, macht klare Ansagen, ja, und ist sehr führungsstark. Also kann gut in Gruppen koordinieren und Entscheidungsprozesse moderieren. Ja, als Grüne natürlich die klassischen Umweltthemen, Umweltschutz, Tierschutz, Naturschutz. Dann aber persönlich ist mir sehr wichtig der Kulturbereich, Kulturpolitik und die Sozialpolitik, weil ich finde, dass auch in Braunschweig wie in anderen Städten es sehr auseinanderdriftet gesellschaftlich. Also ich sag mal so, die Spannbreite, ne? Weststadt, Riddagshausen, das muss man als Stadtpolitiker oder Politikerin zusammenbringen. Und das fällt nicht ganz leicht, aber daran müssen wir alle arbeiten. Alle Menschen müssen mitgenommen werden, nicht nur bestimmte Menschen in den bürgerlichen Vierteln. Was würde ich als erstes machen? Hartmut El-Kurdi als Stadtschreiber anstellen. Ich trete an mit Holger Herrlitschke für mein Braunschweig.